Lasst uns darum alle zusammen gegen diese neue Form von Barbarei und Diktatur, gegen diese neue Form von Rassismus und Faschismus kämpfen. Unsere Heimat West-Saharin, auch bekannt als Mesopotamien, ist nicht nur eine Wiege des früheren Christentums. Hier wurde das erste Buch der Welt geschrieben, das Gilgamesch-Epos. Es handelt von zwei Helden, die sich anfangs bekriegen, aber dann Freunde werden. Es ist das erste Zeugnis menschlichen zivilisierten Denkens. In diesem Buch sind nicht dazu aufgefordert, deinen Nachbarn umzubringen. Nein, Freundschaft und Liebe sind die Werte der beiden ungleichen Männer. Freundschaft und Liebe, nicht Hass und Vernichtung, sind auch die Grundwerte jeder Zivilisation. Aus dieser Quelle speist sich auch unser aramäisches Christentum. Kämpfen wir alle dafür, dass diese Quelle niemals versiegt oder mit Dreck zugeschüttet wird. Bieten wir dieser neuen Form von Rassismus, Intoleranz und Menschenverachtung die Stirn. Wenn wir diesen Kampf verlieren, dann wird auch die Welt um uns herum in Terror, Angst und Dunkelheit versinken. Lassen wir es nicht so weit kommen, meine Damen und Herren. Liebe Mitmenschen, meine Freunde, ich danke euch für eure Aufmerksamkeit. Vielen Dank. Harder, harder, yes, sir.